Hallo liebe Spindelmeer-Freaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es ausschließlich um Mähen. Yeah! Wie sieht meine Durchbruchstelle aus? Ich finde sehr gut. Der Durchbruch hat sich toll regeneriert. Die Trockenstelle ist verschwunden. Es hat ab und zu geregnet. Ich habe nicht ganz so viel bewässert. Ich werde sie jetzt nicht mitmähen, damit hier der Rasen sich wieder vernünftig regenerieren kann. Stuff. Oh. Oh. Da schwitzen sie. Da schwitzen die Hydraulischläuche hier. Die sind leider doch so porös schon, dass ich sie noch tauschen muss. Die beiden hier, die sind hin. Vielleicht hier auch. Da. Schwitzen sie durch das Gummi durch. Thank you.
Ja, nicht ganz einfach, so hier auf dem kleinen Grundstück mit dem großen Meer diese schönen parallelen Streifen hinzukriegen. Guten Morgen, liebe Rasenfreaks. Es ist ganz früh am Morgen. 7 Uhr Sonntagmorgen. Ich bin mal kurz raus, um zu gucken, wie mein Rasen aussieht. Grauschleier. Ich habe einen Grauschleier. Ist ja Horror. Ein Grauschleier. Meine Torospindel hat nicht richtig geschnitten. Alles grau hier. Die ganze Rasenfläche ist grau. So ein Drama. Das müsst ihr euch mal angucken. Da. Die Grashalme sind gequetscht. Verdammte Kacke, ey. Alles grau. Ja, die Spindel lief wirklich sehr leise. Ich habe gedacht, oh toll, ey, läuft so ruhig, der Toro. Und schneidet sie auch noch gut, aber habe ich gestern nicht gesehen. Und heute Morgen alles vergraut. Die ganze Fläche, alles verquetscht und dann so gräulich vertrocknet. Das Ende des Halms, total wichtiges Thema. Wenn die Spindel nicht richtig scharf schneidet, wenn die nicht richtig eingestellt ist, dann macht man mit dem Spindelmäher mehr kaputt als mit jedem anderen Mäher. Oh, da muss ich jetzt gleich am Montag wieder mähen und meine Spindel nachstellen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich dachte, der Toro schneidet so gut, aber seht ihr den kleinen Vogel? Ist das nicht niedlich, wie er da rumhüpft? Krass, oder? Echt. Oh, das ist ja niedlich. Das sind echt die Glücksmomente am Morgen. Ja, Freaks. So, jetzt aber richtig Schluss hier mit Toro. Bis zum nächsten Mal. Bleibt dran. Tschüss.